Schöne Grüße an die Gruppe. Ich habe hier gerade wieder was extrem Spannendes in meiner Übersetzung entdeckt. Und zwar geht es darum, wie Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, denunziert werden sollen. Und das würde ich euch gerne hier mal kurz vorlesen. Da geht es darum, dass ein 1976 vom Kongressausschuss in Amerika geprüftes und veröffentlichtes Geheimdienstdokument, welches das Gegenspionageprogramm des FBI untersuchte, viele Taktiken beschrieb, die sich gegen engagierte Musiker gewandt hatten. Oder wie, warte mal, das habe ich jetzt falsch vorgelesen, aber darum geht es eben. Ja, es wies Agenten an, Folgendes zu tun: Stellt diese Musiker als niederträchtig und verderbt dar, machen sie auf ihre Gewohnheiten und Lebensbedingungen aufmerksam, dabei erkunden sie jede mögliche Peinlichkeit. Schicken sie ihnen Frauen, die sie mit Sex verführen sollen, und lösen Ehen auf. Lassen sie Mitglieder wegen Marihuana-Anklagen verhaften. Untersuchen sie persönliche Konflikte oder Feindseligkeiten zwischen ihnen. Schicken sie Artikel an die Zeitungen, die ihre Verderbtheit zeigen. Setzen Sie Betäubungsmittel ein und freien Sex, um Sie in die Falle zu locken. Verwenden Sie Fehlinformationen, um zu verwirren und zu stören. Besorgen Sie sich Aufzeichnungen über Ihre Bankkonten. Besorgen Sie sich Exemplare Ihrer Handschrift und provozieren Sie Zielgruppen zu Rivalitäten, die möglicherweise sogar zum Tod führen können. Also da habe ich mir auch gedacht, wow, das sind auch so Sachen, die gegen Tupac natürlich eingesetzt werden, aber die wir im Moment immer wieder auch, ja, gegen öffentliche Personen, das ist ja mittlerweile noch deutlicher fast, ja. Also Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die kannst du nicht einfach so, mir nicht, dir nichts umlegen. Deswegen werden dann eben solche Techniken angewandt. Ich fand das unglaublich spannend, wollte ich euch gerade mal in die Gruppe teilen, ja. Okay, was sind das da für Gräber, was für Urnen, was für Steine? Wessen Seelen ruhen hier, wessen Herzen und Gebeine? Es sind die Opfer aller Lügen, Wahrheitssucher so wie du. Ich bin der Wächter dieser Gräber, schau dich um in aller Ruhe. Ich ging auf diese Tür zu, zitterte. Ich wollte endlich Klarheit, ein Schauer lief durch meinen Körper. Ich stand am Grab der Wahrheit. Ich fühle mich hier gefangen in einer Welt voller Lügen. Wem kann ich denn noch glauben und wer will mich betrügen? Wo ist die große Freiheit denn nun wirklich geblieben? Ich fühle mich, als stünde ich Ich glaube euch nicht, ja, wie kann ich euch denn glauben, wenn ihr tausende von Jahren lügt für Gold und Raum, wenn ihr zulasst, dass die guten Werte stumm verstauben, mich fröstelt, als stünde ich. Mein